Ja, moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Worok. Lange ist es her. Lange, lange nicht gespielt. Hatte verschiedene Gründe. Einmal, weil ich keinen Bock auf Worok hatte und deswegen mehr League of Legends gespielt habe. Das andere ist, momentan mit meiner Bachelorarbeit habe ich zu tun, beziehungsweise meiner Praxisphase. Bachelorarbeit kommt ja erstmal danach. Und ich war auch noch ein bisschen in Amerika, San Francisco, am rumcruisen für ein paar Tage. Da war halt nicht. Gar keinen Platz mehr so für Warrock. Nichtsdestotrotz wird es mal wieder Zeit, auch hier mit neuen Inhalten. Ein neues Intro wird in diesem Video. Intro, was ein Schwachsinn. Outro. Wird am Ende sein. Ruhig mal bis zum Ende durchgucken. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es jemand Neues? Da wollte ich ja noch gucken, ne? Kann das was oder muss das weg? Haben die irgendwas Neues hier, wo ich jetzt sagen würde, wow. Halloween. Ja, schön abcashen hier. Ja, Wolleck. Ja, hier, guckt euch das an. Auf dem Schmiede gibt es auch nichts Neues, ne? Oh doch, den Blödsinn. Aber den gab es vorher auch schon. Ja. Ja, halt keine Permanent Packs mehr, so wie ich sehe. Das haben die rausgenommen. Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass sich das rentiert, sonst so, ne? Mal ganz im Ernst, weil. Nexon hat einfach das übertrieben mit den permanenten Waffen. Aber naja, hier, wir spielen eine Runde Marien, dann krieg ich gleich wieder einen auf den Sack. Das ist ja das Problem, ne? Einer hat ja auch mal so einen netten Kommentar drunter geschrieben, wie schön und gut ich spiele. Kappa. Ja, was soll ich sagen? Ich spiele das so selten. Also wirklich, wenn ich spiele, dann nehme ich meistens auf und das ist echt. Also, ihr könnt jetzt sagen, ich habe jetzt echt anderthalb Monate kein Warlock angefasst. So, dass ich da nicht spiele wie einer, der den ganzen Tag. Jetzt bin ich Engineer. Was den ganzen Tag spielt, ist ja klar. Ich war früher definitiv besser. Aber da habe ich dann auch den ganzen Tag gespielt, ne? Ich meine aber auch, dass es meiner Meinung nach besser lief früher. Als das, was sie an vermeintlichen Verbesserungen fürs Spiel. Siehste? Habe ich das Gefühl schon wieder, dass ich das nö. Hatte eben so das Gefühl, als wenn ich mein Headset wieder falsch drin auf habe, aber naja. Na, siehst du? Weißt du schon nicht mal mehr, wie sich die Klänge hier anhören in dem Spiel. Oh. Ah, kill, ohne zu sterben hier. Ach, das ist einfach so eine. Ja, genau. Hat aber richtig gefressen, der Kollege. Und das hat auch das Spiel kaputt gemacht, dieses HP-Kit. Das ist mal ganz im Ernst. Da frage ich mich echt, was soll sowas? Warum HP-Kit? Wofür? Was soll das? So. Das ist noch nur am Rumflamen, Jungs. Ihr sollt doch froh sein, dass das überhaupt noch jemand spielt, das Spiel. Spielt das Spiel. Alter. Lol, wieder leckt. Das ist auch Lex ist halt, ne? Also. Es werden auch, also auch bei mir wär, es wär, werden noch Vorvideos kommen, ja, aber es werden weniger. Also es macht einfach keinen Spaß so. Es sei denn. Es kommen bahnbrechende Neuerungen, aber wie ihr seht, ist das nicht der Fall. Ne, es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann ist das Spiel sowieso weg.
Weil sich das halt überhaupt nicht mehr rentiert. Also, ne? Jedenfalls nicht, wenn man das mit neuen Inhalten füttern will. Aber die neuen Inhalte, die momentan drauf ist, das kann ich auch mit Photoshop, ne? Eben so eine andere Farbe über ein Model legen. Ist ja nun nicht so schwierig. Premium. Toll. Und die Konkurrenz ist ja groß, das sage ich euch jedes Mal, ne? Also. Konkurrenz ist groß. Es gibt einfach so viel bessere Spiele. Die zwar nicht so sind wie Warrock, ist ganz klar, aber die auch ihren Reiz und Charme haben und. Und wahrscheinlich sind auch ganz viele alte Spieler, die spielen das Spiel einfach nicht mehr, weil die halt was anderes zu tun haben, als den ganzen Tag vor dem PC zu sitzen. Und so ist das nun mal, ne? Das ändert sich alles. Da muss man mal fertig werden. Wäre ja auch scheiße, wenn alles so bleiben würde wie vor 10 Jahren. Das wäre ja langweilig. Oh, let's go. Irgendwie hören sich die Sounds gerade bei mir mega komisch an. Ah, hier ist ja Bubblehead, das habe ich total vergessen. Oh shit! Oh. Oh sheesh. Was denn für eine Augie? Okay, red oder was? Oder wie? Oder was? Hm. Lol. Ach Gott. Jesus. Das gibt's nicht. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich kann mit diesen... Sehe ich nichts, Alter. Das zum Beispiel ist auch so ein Ding, ne? Ich will doch nicht auf Pimmelgrafik spielen. So. Sehe ich die Gegner nicht, Alter. Das ist ein Brei. Wake up!
So, nun fangen wir aber an, Serious zu spielen. 1-3, Alter. Drei Sniper. Alles. Wieso kann der vorher schon gucken? Was ist das denn für ein Blödsinn? Ich kann da noch nicht mal reingucken, Alter. Hier kann mich schon wegballern. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ja, weiß ich nicht. So was meine ich. Lol. Ach, Israel. So was meine ich halt. Mega am Laggen, ey. Eins, vier, ey. Also solche Spiele haben... Nee, wirklich besser ist er auch nicht. Aber solche spielen in der Regel besser als ich, dass er schreit. Geh doch weg da. Lol, der kam. Hä? What the fuck? Kommt der her? War der da auch noch? Das kann doch nicht, da hab ich doch gerade hingeguckt. Alle auf einem Haufen oder was? Keine Chance. What the fuck is going on, ey? Oh Mann, was ist denn los? Das gibt's doch nicht, dass da nicht ein Schuss von trifft. Was ist denn los? Ja, es ist verkehrt mit diesem Spiel, das frage ich mich auch immer. Das gibt's doch nicht, Alter. Mal wieder meine alten Einstellungen, wa? Mal hier, zack. Das hatte ich. Hatte ich das auch an? Das hatte ich an, das alles auf hoch drauf geschissen, so. So. Wir doch hier ein Erfolgserlebnis haben. Oh, die Map ist eigentlich gar nicht so gar nicht so geil. Gar nicht so schlecht. Ich mach die eigentlich. So. Aber momentan ist echt, ne, also, ne, wenn man halt nicht mal sich warm spielt oder so, dann spielt man halt so Müll zusammen. Oh, hier ist sogar mit. Ja, stimmt. War ja damals eine OPS-Map. Guck mal. Ich meine, wie viel Schuss soll ich da denn noch reinsetzen? Das ist doch mega behindert. Und alle mit diesem scheiß AP-Kit, ey. So ein Sinn. Das ist ohne Witz. Das ist so eine. Was sind's Scheiße? Hast du mal gehört, oder was?
Oh shit. Aber eben nicht. Das ergibt keinen Sinn. So, und das sind so Sachen, ne? Auch Counter-Strike war genauso teilweise, dass das halt so random war manchmal. Hat man da keinen Bock mehr drauf. Es hakt auch teilweise, ne? Also muss man dazu sagen, dass das Spiel einfach hakelig ist. Okay, gut. Wenn ich jetzt einen richtig schlechten PC habe, ne, würde ich sagen, okay, ich weiß, woran es liegt. Aber da auch. Ein ganzes Magazin. Gibt aber nicht. Den Bluteffekt mal wieder rausnehmen. Wahrscheinlich liegt es daran. Ist doch kacke. Ich meine, ich kann hier Battlefield 1 nur auf hohen Einstellungen drauf spielen. Also maximalen sogar. Und hab 100 Bilder oder so. Ich meine, ich hab einen 1080 drin, ne? Das andere ist doch nur ein Witz. Oh. So einfach ein Witz. Ja, genau. Ach so, der hat so ein Ping. Ich wollte gerade sagen, der hätte mich gar nicht killen dürfen. Alright, dann sieht man den Ping wieder. Ich bleib da hängen. Oh, ich hasse es so. Der killt mich so schnell. Das ist einfach abartig. Okay, der wusste schon vorher, dass er... Mhm. Thema ist das Netz einfach nicht connecten. Ja, wie viele Kills habe ich mit meinem Netz gemacht? Alter, der hätte mich fast noch gekillt. Da brauche ich heute gar nicht mehr dran denken. Sehr clean. Ich meine, man muss ja so sehen, wenn man laggt, dann geht das ja noch langsamer, ne? Und der killt einen so schnell. Ruckel, ruckel. Der ist nicht am Lenken, der ist am Cheaten. Also, keine Ahnung, der killt zu schnell. Für den Ping müsste er eigentlich länger brauchen.
So, und ich bin instant tot. Und keine Ahnung. Und jedes Mal Headshot war der auch nicht. Die Einbildung sein. Leck dich krass. Also kann auch Einbildung sein. Aber irgendwie ist es schon komisch. Fühlt sich falsch an. Formulier es mal so: Der fühlt sich nicht gesund an. Alter, hat er den schnell gekillt. Okay, na, das wird wahrscheinlich sein Leck sein. Jetzt hat er mich gar nicht getroffen. Das ist einfach so Sinn. Man merkt immer, wenn man größere Pausen dazwischen macht, dann merkt man eigentlich, wie bescheuert dieses Spiel ist. Und kann ich nur empfehlen, Leute, die das echt noch einen ganzen Tag spielen, ich glaube, das werden nicht mehr viele sein, ne? Macht mal eine Pause dazwischen durch und spielt mal was Vernünftiges und spielt dann mal wieder Warrock, ne? Und dann denkt ihr, ihr seid in einer anderen Welt. Ist einfach wahr. Die Zeit stehen geblieben ist. Vor 10 Jahren. Gar nichts getroffen. Und so Waffenpolitik, ne? Jedes Mal sage ich das mindestens einmal. Scar Age. Ist einfach nur bescheuert. Ich meine, Farmers ist ja teilweise schon bescheuert gewesen, aber das Scar Age ist Gipfel der Bescheuertheit. Ach so. Ja, der leckt die Sau, ey. Ach, ist das behindert, Mann. Aber vielleicht spiele ich nochmal wieder ein bisschen hier, wie hieß es denn? Black Squad. Da habe ich wohl nochmal wieder Bock auch reinzugucken. Wahrscheinlich das mal wieder ein bisschen mehr spielen oder so, mal andere Videos, anderen Content mal wieder bringen. Toll, ne? Alter, nun leck doch nicht so. Das nervig, ey. Das ist nervig. Gott sei Dank hat der mich umgeleckt, ey. Was ist das denn da für eine behinderte Stelle?
Oh lol. Boah, ey. Meg aber auch eingerostet wie Sau, ey. Und was ein bisschen mit Spiel, kein Bock auf das Game war. Also so richtig, dass ich da jetzt sagen, boah, ja, geil, ohne Ordnung. Gerade eher nicht. Alles klar, ich bin nicht tot. Ich sag, ins Outro mal reingucken wieder. Bis Ständchen, auch wiedersehen. Tschüss.